Ja, mein Name ist Steffen Müller, Stadtverführer der Freiwilligen Feuerwehr Glosse. Wir befinden uns hier auf der Bundesautobahn 24 bei Kilometer 190, Fahrtrichtung Berlin. Hier hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, zu dem wir um ca. 19.30 Uhr alarmiert wurden. Den ersteintreffenden Einsatzkräften hat sich hier ein massives Schadenbild geboten. Ein PKW war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Bäume zerstört und war dann im angrenzenden Wald zum Liegen gekommen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten hier fest, dass sich im PKW drei Personen augenscheinlich tot befanden. Ja, nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst, der dann den Tod der drei Insassen bestätigte, beschränkten sich unsere Maßnahmen auf die Bergung der drei Personen. Weitere Maßnahmen waren hier durch uns leider nicht mehr zu treffen. Ja, wir haben hier einen massivst verformten PKW vorgefunden. Wir haben jetzt insgesamt ca. 3 Stunden gebraucht, um die drei Personen aus dem PKW zu befreien. Diese waren schwerst im PKW eingeklemmt und stellten für uns diese ganze Einsatzlage stellte für uns eine große Herausforderung dar. Ja, wir haben jetzt im Nachgang, nachdem wir die drei Personen aus dem PKW geborgen hatten, eine Einsatznachbesprechung mit allen Einsatzkräften durchgeführt und haben die Einsatzkräfte dort sensibilisiert, dass im Bedarfsfall professionelle Hilfe zur Verfügung steht, die dann auch durch die Einsatzkräfte in Anspruch genommen werden kann. Ja, also wenn man das Schadenbild hier so gesehen hat beim Eintreffen, dann muss hier wirklich eine extreme Kraft geherrscht haben. Wie gesagt, es waren mehrere Bäume entwurzelt und teilweise ragten diese Bäume durchs Fahrzeug durch. Also hier müssen wirklich massive Kräfte gewirkt haben. Also es ist ein Einsatz, den man wirklich im Feuerwehrleben nicht sehr oft erlebt, auf den man aber auch verzichten kann. Auf den Einsatzfahrzeugen führen wir Getränke mit, sodass wir uns hier an der Einsatzstelle bei längeren Einsätzen auch selbst versorgen können. Wenn es jetzt noch länger gedauert hätte, dann hätten wir eher externe Versorgung in Anspruch genommen. Aber so konnten wir mit unserem mitgeführten Trinkwasser die Leute oder die Einsatzkräfte hier noch gut versorgen. Genau, 24 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen waren wir hier vor Ort. Die Feuerwehren aus Wittstock und aus Rossow. Was schätzt du für? Ja, die Maßnahmen der Feuerwehr sind erstmal soweit abgeschlossen. Wir werden jetzt zusammenräumen, aber die polizeiliche Aufnahme ist noch im Gange und dann der Unfallgutachter wird auch noch ein bisschen tätig sein. Ich denke, die Autobahn wird noch ein gutes Stück gesperrt sein. Ich würde bald bis Mitternacht schätzen.